So, jetzt sind wir in der Eingangshalle von Karls Erlebnisdorf und Sie haben hier so eine ganz tolle plastische Tapete an der Wand. Echte Kaffeekannen. Plastisch, also ist so richtig echte Kaffeekannen, die jetzt von den Besuchern mitgebracht worden sind und für diese Kaffeekannensammlung abgegeben worden sind. Und wir haben jetzt als Rekord, wir haben den Guinness-Rekord, über 27.000 Kaffeekannen, die hier so zu sehen sind. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, die Idee war natürlich wieder von unserem Veranstalter, der Robert Dahl, hatte ja damals so einen Kaffeelehrgang gemacht, hatte auch sich mit dem Thema Kaffee beschäftigt, hatte auch Kaffeekannen gefunden, hatte eine ganz toll gefunden, hat die mit nach Hause genommen, wurden natürlich immer mehr Kaffeekannen, und wo die Kaffeekannen ins Schlafzimmer noch sollten, hatte seine Frau auch was dagegen und da hatte gesagt, Mensch, dann stelle ich das in Rövershagen im Kaffee aus. Und dann kamen die Besucher drauf, Mensch, du, ich habe auch noch eine Kanne. Und die haben gewusst, in Bayern gab es einen Kaffeekannenrekord, waren es über 6.000. Und das war natürlich die Idee, Mensch, dann lass uns doch mal die Kaffeekannen sammeln. Und dann haben wir angefangen, ging auch um den Guinness-Rekord, und haben angefangen, Kaffeekannen zu sammeln. Übrigens werden die alle gekennzeichnet, unten kommt die Nummer, sind die Dauerleihgaben, also mit Adresse. Also die gehören immer weiterhin noch dem Besitzer, wenn mal die Sammlung nicht mehr existieren sollte. Und dann haben wir angefangen zu sammeln, haben nicht bedacht, dass es in Sachsen bei Oschatz eben, also die Sachsen sagten, nee, die Fischköppe sind keine Kaffeetrinker, sondern wir hier unten. Und dann kam so ein kleiner Wettkampf und ich habe das dann die Verantwortung gehabt, eben den Rekord zu holen. Und dann war das immer so, dass die immer fragten, wie viel wir haben. Und ich habe immer gesagt, nee, wir sammeln noch. Und dann haben wir im Jahre 2009, der erste Rekord waren 16.267 Kaffeekannen. Und die mussten auch alle einzeln fotografiert werden. Also da, wo sie stehen, hatte ich so 3 Wochen lang zu tun, alle Kaffeekannen zu fotografieren. Und dann hatten wir den Rekord und die anderen waren natürlich sehr traurig, weil wir zuerst den Rekord haben, haben dann später mehr gehabt. Also wir selber können den Rekord ja nicht erhöhen. Wurden wieder herausgefordert und haben jetzt den Rekord wieder zurückgeholt mit über 27.000 Kaffeekannen. Dann muss ja auch irgendjemandem einfallen, wie man die hier ausstellt. Also die überall in Regale an die Wand zu drapieren. Nee, das sollen ja, ist ja auch ein bisschen Kulturgeschichte. Also man soll ja die Kaffeekannen auch sehen. Wir hatten auch viele Kaffeekannen bekommen, die hatten so eine schwere Depression gehabt. Wussten wir auch nicht warum, weil die ja standen ja in den Schrank. Die Tassen kamen immer raus, die Kannen blieben stehen. Und seitdem wir die jetzt hier haben in der Ausstellung, die können sich ein bisschen umgucken, haben andere Freunde, also sehen richtig toll aus. Also leben richtig auf. Das ist natürlich auch so. Und als Dankeschön für den ersten Rekord gab es übrigens auch eine kleine Kaffeekannenparty, wo alle, wir hatten ja die Adressen persönlich eingeladen worden sind, gekommen waren. Eben, wir hatten so eine kleine Kaffeetafel, gekommen waren über 7.800 Gäste, das heißt, die Tafel war fast 1,5 Kilometer lang, wo alle um 12 Kaffeekuchen eben kriegten. Wenn man ein paar mehr gehabt hätte, hätten wir noch einen anderen Rekord gehabt. Aber geht nicht nur um Rekorde, sondern geht auch um die Kulturgeschichte, um mal zu sehen, wie sich so die Designer Gedanken gemacht haben, mit anderen Dekor oder anderem eben solche Kannen zu gestalten. Und wer jetzt noch eine depressive Kaffeekanne bei sich zu Hause hat, der kann die hierher bringen. Genau, kann sie immer noch weiter abgeben. Also wir sammeln immer noch weiter. Und wir machen ja auch immer noch neue Märkte auf. Jetzt in Kosovo den neuen. Also es werden immer noch Kaffeekannen gebraucht. Und wie gesagt, aus dem Grunde, depressiv oder nicht, alles her damit. Wir versuchen jetzt immer noch einen Vogel zu organisieren, der jetzt immer wegen dem Putzen, fragen ja viele, wie werden die geputzt, also der jetzt sensibel ist beim Vorbeifliegen, dass auch keine runterfällt, aber wenn da jemand noch einen dressierten Vogel hat, ist er auch gern gesehen. Eigentlich für eine Halle hier. Also das ist so eine Mischung aus Schau,
ja, das Imbiss. Ist, und ja, na, das ist natürlich karlstypisch eben, dass man erstmal empfangen wird, hat vorne einen Infostand, also um sich auch die neuesten Informationen noch geben zu lassen. Wir haben jeden Tag Tageshöhepunkte, wo man zu den verschiedenen Werkstätten gehen kann, also Bonbonfabrik, Seifenfabrik und so weiter und so fort, also was man hier gucken kann. Und dann sind es natürlich zwischen natürlichen Magazinen, wo man shoppen kann, schöne Sachen finden kann, Kaffee, Kuchen, frühstücken kann. Also ist eigentlich so für alle gedacht, um hier sehr lange gut zu verweilen. Ja, jetzt sind wir in der Bonbon-Manufaktur, die gibt es auch hier. Und Paul ist einer von den Herstellern, der schon am längsten dabei ist. Ja. Welche Bonbons stellt ihr her? Ach, alles möglich. Also von Erdbeersahne bis Erdbeervanille, Apfel, Zitrone, Orange, also alles, was so fruchtig ist. Und welche Schritte muss man dabei beachten? Also wie geht es los? Also wir fangen an morgens in dem Kupferkessel hier hinten. 2,2 Liter Wasser auf 12 Kilogramm Zucker aufzukochen, bis der entkristallisiert ist. Das ist ein Fachwort, der wird einfach nur glasklar gekocht. Und wenn das passiert ist, dann geben wir noch Glukosesirup hinzu. Der macht diesen Bonbon so lutschfest, also damit sie länger was von dem Bonbon haben und länger lutschen können. Und dann kochen wir das alles nochmal auf 160 Grad auf, damit die Masse auch gut verarbeitet werden kann. So ab 170 Grad wird das Ganze auch Karamellzucker, das wird dann bitter schmecken und das wäre auch nicht so toll. Ich sag mal, 160 Grad wäre die Grenze. Und dann geben wir das hier hinten auf unsere Granitsteinplatten. Die haben die besondere Eigenschaft, dass sie immer die Wärme nach unten abgeben. Also die sind oberflächlich immer schön kalt. Geht nur mit Granit? Ja, es geht auch mit Marmor oder so, aber Granit macht sich am besten. Auch sehr teuer, diese Platten. Und dann wird hier halt Farbe noch eingerührt. Bevor das aber passiert, habe ich einen Schritt vergessen. Kommt natürlich bei 160 Grad kommt noch das Aroma hinzu. Wir haben dann so unsere Aromen, alles auf natürliche Art oder alles natürliche Aromen. Die Farben sind auch alles natürliche Lebensmittelfarben, bis auf Blau und Lila. Das sind synthetische Farben, weil ich jetzt auch nicht wüsste, woraus man Blau in der Natur gewinnen kann. Und dann wird hier halt die Farbe eingerührt im Kern. Also wir sagen da immer Mantel und Kern, also beziehungsweise In- und Außenleben des Bonbons. Im Kern kommt dann noch so ein weißes Pulver rein. Haben Sie vielleicht eine Idee, was das sein könnte? Sieht aus wie Zucker. Ist aber kein Zucker, das ist Zitronensäure. Ach. Ja, das macht den Bonbon noch ein bisschen schmackhafter, damit der nicht nur süß, sondern süß-säuerlich schmeckt. Und dann geben wir das hier vorne auf unseren schönen Tisch. Das ist ein Wärmetisch. Und bevor das aber auch passiert, kommt die Masse erst noch an diesen Haken da hinten. Und da wird dann noch erst Sauerstoff in die Masse eingearbeitet. Da sieht man dann immer, dass es andauernd gewendet wird. Man braucht keine Fitnessbude mehr, seitdem man hier arbeitet. Wie lange muss man das machen? Immer wieder den Haken? 25 bis 30 Mal wird das da so rüber geschwungen. Und dann bilden sich manchmal so Fäden, ne? So, es sieht aus wie... genau. Und die Farbe verändert sich. Das ist das Wichtige. Also aus einem goldenen Bonbon wird dann beispielsweise ein weißer Bonbon, aus einem roten ein rosaner Bonbon. Also es wird immer heller. Und dann machen wir aus einem Teil ein Rechteck und aus dem anderen Teil eine Rolle. Und das packen wir dann so zusammen, wie so ein Würstchen im Schlafrock, sag ich mal. Und dann wird das hier auf dem Wärmetisch gerollt und dann ausgezogen in ganz lange Zuckerstangen.
die werden dann nochmal klein gehackt in relativ kleine Bonbons. So 1 bis 2 Zentimeter große Bonbons. Wie lange dauert jetzt so ein Prozess? So gut eine halbe bis dreiviertel Stunde. Und wenn ihr die klein hackt, dann sind die schon hart, diese Rollen, oder? Ja, naja, wie gesagt, die sind ja hier, das hier vorne sind ja auch Granitsteinplatten, mhm, und die sind kalt. Manchmal haben wir zur Unterstützung noch so einen Hubschrauber, also einen Ventilator, der das Ganze dann abkühlt. Wie viele solcher Durchgänge gibt es dann am Tag? Also 7 bis 8. 7 bis 8 Produktionen. Mal mehr, mal weniger. Also im Winter sind es dann wieder weniger. Aber im Sommer, wenn es hier voll ist, dann machen wir natürlich auch mehr. Dann weiß man, was man gemacht hat den ganzen Tag. Ja, na klar. Also Sauna brauchen wir hier drinnen nicht mehr, keine Fitnessbude mehr. Massieren können wir auch ganz gut. Und alle paar Stunden gibt es eine Schauvorführung? Ja, immer so um 11.30 Uhr, 15 und 17 Uhr. Also 3-mal am Tag. Jeden Tag? Mhm. Jeden Tag 3 Live-Vorführungen, wo wir dann erklären, ein paar Spiele noch machen und so. Ja, toll, dann vielen Dank und groß schaffen weiterhin. Gern geschehen. Karls Erlebnisdorf erreichen Sie über die A10 Richtung Spandau bzw. über DB5. Geöffnet ist 7 Tage die Woche. Tja, und das war's von uns. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.